alles Schwarzer polarisiert. Für die einen ist sie die Grande Dame des Feminismus, für die anderen ist sie ein Macho in Frauenkleidern. Seit Jahrzehnten zieht Schwarzer für die Rechte der Frauen ins Feld. Erst letzten Herbst war sie es, die die große Debatte anstieß, soll Prostitution strafbar sein für Männer, ja oder nein? Soll Sex wirklich ein Konsumgut bleiben, wie jede andere Dienstleistung auch? Alice Schwarzer sieht da rot. Prostitution ist für sie moderne Sklaverei. Unsinn, erwidern darauf sogar Feministinnen. Nun, mit Alice Schwarzer lässt sich trefflich streiten und unter anderem über Männer reden. Alice Schwarzer ist zu Gast bei Barbara Bleisch. Alice Schwarzer, wenn man ihre Bücher liest, merkt man, da gibt es eigentlich ein Thema, das immer umkreist wird, nämlich die Machtfrage. Sie selber sind eine sehr mächtige Frau. Ist das ein Problem für Sie? Nein. Es ist ja gegen Macht an sich nichts zu sagen. Das Problem ist Machtmissbrauch. Und wenn man, wissen Sie, so wie ich die Verhältnisse ändern will, dann braucht man ein bisschen Macht. Aber es hält sich dann auch in Grenzen mit der Macht. Ich habe sozusagen die Macht der Schreiberin und des Veröffentlichens, des Blattmachens. Mhm. Gut, ich habe eine öffentliche Stimme. Das haben Sie tatsächlich. Sie schaffen sie auch immer wieder, richtige Debatten loszutreten. Und eine Debatte, die Sie wieder losgetreten haben, ist diejenige gegen die Prostitution. Sie haben ein Buch herausgegeben, Prostitution, ein deutscher Skandal. Und in der Emma gab es einen Appell, wir fordern Prostitution abschaffen. Dieser Appell wurde von sehr vielen Leuten unterzeichnet. Warum haben Sie eigentlich gerade jetzt diese Debatte um die Prostitution wieder hervorgekramt? Ja, also leider ist die Prostitution ja nicht nur ein deutscher Skandal, sondern auch ein Schweizer Skandal und ein weltweiter in unseren Ländern. Da werden wir sicherlich drauf kommen. Die Emma hat von ihrer ersten Ausgabe an 1977 gegengehalten gegen die Verharmlosung und Mystifizierung oder gar, also im Namen des Fortschritts, Prostitution na und, ein Beruf jeder andere. Es war immer ein Thema für uns. Das heißt, wir waren immer an der Seite von Prostituierten, als Feministin solidarisch mit Prostituierten, aber gegen die Prostitution, das System der Prostitution und ihre Profiteure. Und in Deutschland hat Rot-Grün, die Fortschrittlichen, haben 2002 ein Gesetz erlassen, das angeblich den Frauen in der Prostitution helfen sollte, was sehr gut gewesen wäre. Die haben wirklich Hilfe nötig, Schutz und Angebote zum Ausstieg. Was sich aber als ideal erwiesen hat für Zuhälter und Menschenhändler. Also heute ist Deutschland das Eldorado in Westeuropa, der Menschenhändler, die Drehscheibe. Und es gibt kaum noch Möglichkeiten für die Polizei und für die Justiz irgendwie zu intervenieren, Menschenhandel zu entdecken und so weiter. Und da haben wir jetzt vor ungefähr einem Jahr angefangen, systematisch zu sagen, worum geht es hier eigentlich? Also sozusagen eine Kampagne gemacht. Mhm. Und dieser Appell ist der Höhepunkt der Kampagne. Genau, und der wurde ja auch eben von vielen berühmten Persönlichkeiten unterzeichnet. Margot Kessmann war darunter, Reinhard May, Senta Berger, eine Stars, ganze Reihe von Leuten. Genau. Wissenschaftler, also quer durch. Genau. Ja. Was fordern Frauen, Sie, Männer. Was fordern Sie im Appell? Kurzfristig fordern wir, und das haben wir schon erreicht, das ist im Gange, die Änderung dieses skandalösen Gesetzes, das nur den Zuhältern und den Menschenhändlern nutzt und die Frauen mehr ausliefert denn je zuvor. Schon 3 Wochen, das ist wirklich die erfolgreichste Kampagne in der Geschichte von Emma, 3 Wochen nach Erscheinen dieses Heftes hat ja in den Koalitionsverhandlungen haben SPD und CDU, also Union, beschlossen, dieses Gesetz zu ändern. Es gibt ein großes Problembewusstsein schon dafür. Und da wollen wir zum Beispiel, da fordern wir für das neue Gesetz Dinge wie, dass Frauen unter 21 sich nicht prostituieren dürfen, dass es wieder eine Anmeldepflicht gibt, damit man überhaupt weiß, wer ist im Land. Mhm. 95% der Frauen in der Prostitution bei uns sind ja Ausländerinnen, oft aus ganz armen Ländern, die reingeschleust werden und in der Illegalität sind, die oft gar nicht, die von einem Bordell zum nächsten verladen werden, die oft gar nicht wissen, in welcher Stadt sie sind, die kein Wort Deutsch können. Anmeldepflicht, die Gesundheitsuntersuchung wieder, damit die Frauen Kontakt haben. Und bestrafen der Freier? Ja, natürlich. Das ist ja eigentlich der Kern, oder? Ja, das ist der provokante Kern. Mhm. Wir fordern die Bestrafung der Freier, weil die Freier schaffen ja überhaupt erst den Markt. Mhm. Ja?
Und ich denke, mit dieser Forderung haben wir ja schon jetzt erreicht, dass man anfängt, ein Unrechtsbewusstsein zu haben. Dass man sich sagt, Moment mal, vielleicht ist das ja nicht selbstverständlich, dass ein Mann einen Schein hinlegt und dafür den Körper und die Seele einer Frau anfassen kann. Um noch zu sagen, in Skandinavien, Schweden und so weiter und in Frankreich gerade eingeführt, werden die Freier bestraft. Mhm. Bei uns, das ist klar, wird das Gesetz jetzt noch nicht uneingeschränkt eingeführt. Wir sind noch nicht so weit. Mhm. Wir brauchen noch einen Diskussionsprozess. Sprechen wir doch nachher über die gesetzlichen Grundlagen. Sprechen wir zuerst noch einmal genau über diese Aussage von Ihnen, es braucht ein Unrechtbewusstsein. Also Prostitution ist ein Unrecht für Sie. Gibt es denn den einvernehmlichen Sex gegen Geld für Sie gar nicht? Ja, was heißt einvernehmlicher Sex gegen Geld? Wissen Sie, Menschen sind keine Ware. Also wir sind ja hier in einer philosophischen eine ja sicher, wir sind ja hier in einer philosophischen Wendung, reden wir sehr grundsätzlich darüber. Die Toleranz oder gar Akzeptanz und Förderung von Prostitution, dieses Problem haben wir ja heute in unseren Ländern, ist ein Skandal, weil sie akzeptiert, dass man den Menschen zur Ware macht. Und auch Sexualität ist keine Ware. Und was heißt denn einvernehmlich? Wissen Sie, wenn ein Mann bezahlt dafür, eine Frau, dass er sie penetrieren kann, sie anfassen kann, sie benutzen kann, da kann doch von Einvernehmlichkeit keine Rede sein. Und Sie sind selber eine Frau, können Sie sich vorstellen, ich meine, denken Sie das einfach mal zu Ende, dass Sie sagen, für 50 Euro oder 30, manchmal sogar 10, je nachdem, wie dringlich das ist und woher Sie kommen und wo Sie stehen, kann es losgehen. Das ist doch klar, dass es ein Skandal ist. Aber lassen Sie uns da noch länger drüber sprechen, diese Einvernehmlichkeit. Im Grunde genommen geht es ja eigentlich um die Frage, was ist eigentlich freiwillig? Was tun wir freiwillig? Jetzt könnte ich ja sagen, naja, es gibt doch manchen Job, von dem denken wir nicht, viele würden das vielleicht wirklich freiwillig tun, trotzdem führen wir keine Debatte darüber. Also was ist jetzt genau der Unterschied zwischen bezahlen für Sex oder sagen wir mal, wir bezahlen dafür, dass Frauen ganz, ganz lange Arbeitstage in Fabriken haben, dass Männer auf dem Bau schuften. Ich war schon in der Fabrik, aber ich habe mich noch nie prostituiert. Und meine Fantasie reicht und mein Einfühlungsvermögen, um mir den Unterschied vorzustellen. Und Sie müssen, wissen Sie, dieses Gerede von der Freiwilligkeit, ehrlich gesagt, ich finde das einfach zynisch und das ist ein Luxusproblem. Mhm. 95% der Frauen in der Prostitution heute in Deutschland, das wird in der Schweiz nicht anders sein, kommen aus den ärmsten Ländern, immer aus den jeweils ärmsten Ländern. Zurzeit sind die ärmsten Länder bei uns, die erreichbar, gut erreichbar sind, wo es auch nicht teuer ist, die Ware zu transportieren und die nicht eventuell unterwegs auf der Strecke bleibt. Ja, die ärmsten Länder sind Rumänien und Bulgarien, auch noch ein bisschen Russland. Und das sind dann Frauen, die im schlimmsten Fall, im engsten Sinne Zwangsprostituierte sind, also wirklich mit Zwang da weggebracht worden sind. Ein Zuhälter dahinter sozusagen. Menschenhändler. Mhm. Zuhälter haben sie ja alle. So. Aber zu 100% diese Frauen Armutsprostituierte sind. Und die werden entweder von Schleppern gebracht, ja, oft auch von ihren, es sind oft Roma-Familien, von ihren eigenen Familien, die im größten Elend leben. Also es ist immer, Frauen kommen immer aus dem größten Elend. So, die werden von ihren eigenen Familien geschickt, manchmal von ihren Brüdern, Cousins begleitet, die dann kassieren. Diese Frauen haben alle Zuhälter. Und dieses Gerede von der Freiwilligkeit, da gibt es also heute noch 3-5% deutsche Prostituierte, die in der Mehrheit sogenannte Althuren sind, auch ein scheußliches Wort, die selber Studios haben und die selber dieses Frischfleisch, wie es in der Branche heißt, das ist ja eine Abgründigkeit, die man sich gar nicht vorstellen kann, die Frauen selber verkaufen. Also, und wir reden ja auch nicht, wir lassen ja auch nicht zu, Sie haben das gerade schon kurz gestreift, was heißt denn eigentlich freiwillig? Also zum Beispiel bei uns ist die Leihmutterschaft verboten. Mhm. Bei uns ist es verboten, dass ein gesunder Mensch Organe verkauft, weil er Geld braucht. Mhm. Ja? Auch wenn er es freiwillig tun genau. will. Ja? Das ist eine ethische Frage für uns. Wir sagen, du kannst ja nicht deinen Körper verstümmeln und nur weil du Geld brauchst. Das wollen wir nicht. Dann müssen wir schauen, dass wir dir anders helfen können. Und dasselbe ist die Prostitution.
Naja, ob es dasselbe ist, da müsste man wahrscheinlich noch mal lange drüber reden. Aber ja, es gibt ja auch viele Stimmen, die sagen, genau diese Verbote wären eigentlich verkehrt. Man müsste auch diese Verbote aufheben, weil eben mein Bauch gehört mir. Das war eigentlich damals der Slogan. Hat damit gar nichts zu tun. Das hat damit gar nichts. Ich möchte Ihnen was zu Verboten sagen. Wissen Sie, eine Gesellschaft, wenn sie friedlich zusammenleben will, muss sich Regeln geben. Und zu diesen Regeln gehören selbstverständlich auch Verbote und Gesetze. Wir leben zusammen und wenn Sie nicht wollen, dass das Gesetz des Stärkeren herrscht, wenn Sie nicht rausgehen an der Limmat lang und einer haut ihm was auf den Kopf, weil er stärker ist und da kümmert sich niemand drum, weil er gerade Bock drauf hatte oder weil er ihm was wegnimmt. Also natürlich haben wir Regeln, natürlich haben wir Gesetze, natürlich haben wir Gebote. Das regelt unser Zusammenleben. Und so denke ich, dass perspektivisch, man kann Prostitution, die wir nun schon ziemlich lange haben und die etwas Strukturelles ist, ist ja auch gleitend, nicht? Wo fängt das an, wo hört das aus? Es gibt diese viel zitierten, gerade von Ihnen wieder zitierten jungen Damen, die schon bereit sind dafür, dass sie sich was Schickes kaufen können, sich mal Gelegenheit zu prostituieren. Aber den Schaden, den Sie davon nehmen, mit dem stehen Sie dann da. Aber Frau Schwarzer, das sind ja lauter eigentlich empirische Untersuchungen, die wir bräuchten. Und da gibt es einfach sehr, sehr viel widersprüchliche Daten. Es gibt auch sehr viele Artikel, die ich gelesen habe, da werden genau andere Daten gebracht. Da heißt es, viele, viele Frauen wollen das auch tun. Ich sage Ihnen nur eine Zahl. Ich weiß, dass Sie in einem Artikel gesagt haben, ungefähr 90% der Prostituierten in Deutschland möchten gerne aussteigen. Martha Wigger, das ist eine Leiterin einer Beratungsstelle für Sexarbeiterinnen in Bern. Ja, Sexarbeiterin. Sagt, ist schon so ein zynischer Begriff. Nee, aber Moment mal, die sagt, ja, ich sag 5% wollen nur aussteigen. Ja. Ach, wissen Sie, deswegen, vielleicht was ist es soll denn diese, sehr, sehr schwierig, was die soll denn diese alberne Geschachtelhuberei mit den Zahlen? Nein. Ich kann die gerne auf Seite lassen. Gehen Sie doch einfach mal zu den Verrichtungsboxen. Gehen Sie doch mal hin zum Prostituierten. Reden Sie nicht mit einer Edelhure, die selber ein kleines Studio hat. Nein, das ist Propaganda, das ist eine Beratungsstelle, ja, das ist keine Edelhure. Beratungsstellen, die sind auch bei uns ein großes Problem. Wissen Sie, in Deutschland werden zurzeit, aber eigentlich ist das keine Ebene, die ich wahnsinnig interessant finde, weil wir sind jetzt schon woanders. Mhm. Wir sind schon dabei. Ich habe gerade die französische Frau Ministerin interviewt für Emma, für die nächste Ausgabe. Ja, und in Frankreich ist es selbstverständlich, dass man im Zusammenhang mit der Prostitution über die Frage der Menschenwürde spricht. Mhm. Wir reden hier von Menschenwürde. Mein Anliegen ist es nur, also genau, wir sind in einer Sternstunde Philosophie, klare Unterscheidungen zu treffen. Liegt es eigentlich wirklich an der Prostitution oder liegt es an den Arbeitsbedingungen? Lassen Sie mich das ganz kurz erklären. Entsetzlich. Nein, nicht entsetzlich. Ich habe Mühe, Ihnen zuzuhören, aber bitte. Ja. Sie wollen schöne, schicke Prostituierte mit, in hübschen Räumen, mit Blümchen. Es geht mir nicht darum, und dann ob ich das denken will Sie, oder da nicht. Macht das nichts. Ich möchte nicht sagen, dass ich das möchte, dass ich das bevorzuge. Nein, oder davon reden Sie. Genau, ich möchte gerne die Unterscheidung hinkriegen. Liegt es eigentlich daran, dass diese Prostituierten zum Teil unter grauenhaften Bedingungen leben? Wir brauchen nicht darüber zu diskutieren, ob Menschenhandel in Ordnung ist. Das ist wirklich keine Diskussion darüber. Auch keine Diskussion darüber, dass wir wissen, dass die Preise auf den Strichplätzen extrem zusammengefallen sind. Wir haben auch in der Schweiz zum Teil die Situation, dass die jungen Frauen für 20 Franken Sex ohne Verhütung anbieten müssen, sind auch schon dass mal sie 10 zum Teil Franken, ja. 10 oder 20 Freier pro Nacht bedienen müssen. Das sind Zustände, da gehe ich völlig einig mit Ihnen, das wollen wir nicht, das können wir nicht tolerieren, das ist schrecklich. Was wir dann dagegen tun müssen, ist ja noch mal eine andere Frage, aber aus ethischer Sicht, finde ich auch, gibt es keine Diskussion. Aber was ist mit den Prostituierten, die tatsächlich für sich entscheiden, dass das für sie eine gute Sache ist? Die sagen jetzt, die irren sich einfach, das gibt es nicht. Aber woher wissen wir das eigentlich? Ich halte nur zurück damit, zu urteilen darüber, was andere Leute für tun sich Sie das? Finden. Ich halte mich nicht zurück. Ja? So. Dann erklären Sie mir das mal, das interessiert mich nämlich. Ja, ich versuche zu antworten. Ja. Ja. Auch die schöne Prostitution, die es in Wahrheit nicht gibt, stellen Sie, Sie sind Journalistin, Sie sitzen hier, Sie machen Fernsehen, Sie kriegen das angemessen bezahlt. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Callgirl. Dann gibt es natürlich junge Frauen, die erst mal denken, wir wissen das ja aus den Lebensläufen, es gibt eine Menge Erkenntnisse. Wir sind nicht so ohne Informationen. Und diese Erkenntnisse decken sich ja auch alle international. Wir wissen aus den Lebensläufen, dass eine überwältigende Mehrheit von den Frauen, die freiwillig in der Prostitution sind, das heißt, die nicht von Schleppern aus Bulgarien gebracht werden oder von ihren Familien hier hingeschickt werden und immer
anschaffen müssen. Dass die noch häufiger als im statistischen Durchschnitt in der Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren haben. Wir haben ja auch in dieser vorletzten Emma oder im Buch ist das, ein, wie ich finde, sehr differenziertes Gespräch mit zwei sogenannten freiwilligen Prostituierten. Genau, habe ich alles gelesen, ja. Eine ganz junge Frau und eine mit 40erin schon sehr bewusst. Und beide sagen auf ihre Art etwas Ähnliches. Die sagen, auch die junge Frau, die ist vom Vater missbraucht worden, kommt ja auch öfter vor, ist, ne? Und die andere so. Und beide sagen, ich habe erst mal gedacht, so, was ich, jetzt mache ich das mal für Geld. Und jetzt bin ich Herrin der Lage. Ja? Jetzt sag ich mal, hier, da geht's lang. Und dann machen die das 1, 2, 3 Jahre und dann sind sie kaputt. Nicht? Also die Ältere und auch die Junge, die sagen, wir sind da reingerutscht, wir haben gedacht, wir haben es im Griff. Und es wird nie mehr so sein wie vorher. Ihre Sexualität ist natürlich auch zerstört. Verstehen Sie, wie wollen Sie denn, wenn Sie vorher das geliefert haben für Geld, es ist ja alles angefasst und belastet. Eine Fotografin, mit der wir arbeiten, war ja im Frühling, im letzten Frühling, war sie, Bettina Fittner, war sie 9 Tage oder 10 Tage in einem Luxusbordell. So ein Bordell, wo sie denken, Mensch, ne? Also das ist doch da toll. Ja. Wellness, wunderbar, alles sauber und so weiter. Übrigens, fast keinen, 1, 2 konnten nur Deutsch. Ja? Und die sind alle nur ein paar Wochen da und werden dann woanders hin verladen. Ja? So. In ihrem feinen, schönen Bordell. Ja. So. Und diese Fotografin hat Freier fotografiert. Wir sind inzwischen in Deutschland soweit, dass manche Männer, denen ist es noch nicht mal mit peinlich. Ja? Sind auch verheiratet dabei, junge, gut aussehende. Genau, gibt es ja auch Bilder von denen in ihrem Buch. Und sie hat sie fotografiert und hat sie gefragt, warum tun sie das? Ja. Alle haben mit unterschiedlichen Variationen, bei allen war klar, es ist eine Machtfrage. Sie haben keinen Bock, mit den Frauen zu verhandeln. Sie haben keinen Bock, sie erst einzuladen und Geld auszugeben, dann wird doch nichts draus. Oder die eigene Freundin oder Frau will nicht. Und genau, statt nun sagt zu sagen, einer auch, es ist zu kompliziert mit den Frauen, es ist einfach eine Machtfrage. Worauf ich jetzt raus will, ist, wenn wir über Prostitution reden, reden wir nicht nur über die Frauen in der Prostitution, die direkt betroffen sind, und die Männer, denen ja auch Unrecht getan wird, junge Männer, die in eine Welt hineinwachsen, wo man ihnen sagt, du, ist kein Problem, ey, du gehst zu den Nächsten, sag, mach die Beine breit, hier, Scheinschluss. So, wir reden über uns alle, was richten wir denn an in den Köpfen von Frauen und Männern, wenn wir das verharmlosen, wenn wir Männern möglich machen, auszuweichen, Sexualität wieder abzutrennen vom Gefühl, abzutrennen von Beziehungen. Wie kommen denn diese Freier nach Hause? Nicht nur eventuell mit AIDS, weil zunehmend wollen die Männer ohne Kondome, nicht? Sondern sie kommen auch mit einer Vorstellung der Sexualität nach Hause, die natürlich jede Beziehung überschattet. Gut, das sind jetzt wiederum für mich empirische Annahmen, von denen ich nicht recht weiß. Ach, lassen Sie ruhig. Dazu? Wissen Sie, Sie dürfen auch noch ohne Statistiken Ihren Verstand gerade als Philosophin in Gang setzen. Dürfen gut, einfach mal so nachdenken. Aber etwas interessiert mich immer noch, weil ich noch nicht verstanden habe, was für Sie genau die Differenz ist. Nehmen wir noch einmal ein Beispiel. Es gibt viele Frauen, die kommen... Es ist eigentlich schade, dass wir so lange darüber reden. Ich habe es gesagt. Nee, aber lassen Sie mich dieses Beispiel... Hören Sie mir kurz zu, an sich ist das Elend. Ja. Genau. Nehmen wir eine Frau, die kommt aus der Dominikanischen Republik, die möchte gerne ihre Kinder zu Hause finanzieren, sie kommt in die Schweiz, sie hat 2 Möglichkeiten. Sie kann sich entweder als Reinigungskraft anstellen lassen oder als Prostituierte. Als Prostituierte verdient sie weitaus mehr Geld, sie entscheidet sich dafür, macht diesen Job, geht immer nach Hause. Ich weiß, dass Sie es furchtbar finden. Nein, ich es möchte, ist entsetzlich, ich möchte nur gerne Sie das wirklich was sagen ist der Unterschied? Erstens, was ist der Unterschied? Erstens, die Dominikanerin, die sich prostituiert, die wird in der Regel 99 von 100 Fällen, liebe Kollegin, abkassiert. Ich weiß nicht, ob Sie das Leben kennen. Wir reden hier vom Leben, nicht von irgendwelchen Fantasien. Die wird abkassiert. Sie hatten mal eine exzellente Reportage von einem Schweizer Journalisten, die wir nachgedruckt haben. Der hat genau so einen Fall mal aufgedröselt, wie die hingeschleppt worden ist. Klar gibt es diese Fälle, ja. Erstens, die hat noch weniger. Wissen Sie, was der Durchschnittsstundenlohn ist? Nein, ich sag Ihnen jetzt was, weil Sie mir andauernd mit der Putzfrau kommen. Und Sie können sich ja dann auch mal für sich überlegen, Sie sind ja auch nur eine Frau, genau wie ich, oder? Können sich überlegen, ob Sie lieber putzen oder sich prostituieren.
Und ich kann Ihnen schon sagen, Sie sollten lieber putzen, weil Sie da mehr verdienen. Der Durchschnittslohn, und das sagen sogar sogenannte Hurenprojekte in Deutschland, die nicht den Ausstieg propagieren, sondern den Einstieg, die sind nämlich alle völlig unterwandert von Zuhältern und Menschenhändlern. Das sage ich in aller Gelassenheit. Das kann man bei uns nachlesen. Der Durchschnittsstundenlohn ist 5 Euro, okay? Auch bei Flatrates. Und um diese 5 Euro zu kriegen, müssen Sie in 12 Stunden ganz ordentlich Männer über sich drüber lassen. Denn Sie müssen abliefern. Sie müssen abliefern bei dem schicken, legalen Bordellbetreiber. Ja, da müssen Sie schon überhaupt reinzukommen schon. Oder ein Zimmer zu haben. Kleine Zimmerchen von, ich weiß nicht, 4x4 Quadratmetern, alte Hucken in Laufhäusern, kosten 180 Euro am Tag in Deutschland. Bei Ihnen wird es nicht anders sein. Stellen Sie sich das mal vor, bis Sie die angeschafft haben, diese 180. Jetzt reden wir noch nicht von dem Zuhälter oder Cousin, der draußen steht und sagt, hier. Und wir reden auch noch nicht von dem Geld, dass diese Frauen nach Hause schicken müssen. Die werden auch von ihren, oft von eigenen Familien erpresst. Die haben manchmal kleine Kinder da. Wir reden einfach vom Leben. Mhm. Wissen Sie, ich kann dieses ideologische, entschuldigen Sie bitte, ideologische Geschwätze nicht mehr hören. Und Sie können einfach versuchen, sich in die Situation einer solchen Frau zu versetzen. Ich kann ja, das. Wissen Sie, solange ich als Journalistin arbeite, habe ich mit Prostituierten gesprochen. Ja. Das ist nicht neu für mich, das Thema. Aber zum ersten Mal im Bordell war ich 1965. Aber es gibt ja auch diese Vereinigungen, Donna Carmen zum Beispiel, die Sie angreifen und die sagen, sie hören Ihnen nicht zu oder sie würden einfach alles über einen Kamm scheren und ihre Rechte darauf, über den Körper selber zu verfügen. Also Donna Carmen ist, wie nun hinlänglich belegt, ist eine Interessenvertreterin der Bordellindustrie. Was wollen Sie denn eigentlich noch? Sie können doch nicht ein Machtspiel sozusagen. Was heißt denn das? Also die Prostitutionsindustrie schickt Frauen nach vorne, die sagen, wir finden das schick. Donna Carmen hat mit das Schlimmste, aber sie sind alle übel. Hat, als vor 2 Jahren der Skandal mit der Flatrate hochkam. Müssen wir ganz kurz erklären, Flatrate? Ja, Flatrate ist, man zahlt 30 oder 40 oder 50 Euro und kann den ganzen Tag bumsen, so lange und so viel man will. Und bei diesem Flatrate sind die Männer in Horden über die Frauen hergefallen, ab morgens. Sodass die nach eigenen Aussagen schon, wir reden jetzt mal konkret, ja, nicht so fein, schon gegen Mittag schon völlig wund waren und weinend da saßen und nicht mehr konnten. Ja? Diese Flatrate, da haben dann doch die meisten Menschen gleich gesagt, Kinder, das kann nicht sein, dass du... Ja? So, Donna Carmen hat eine Petition veröffentlicht, an die Kanzlerin geschrieben und geschrieben, Flatrate ist ganz toll. Ja? Und übrigens von Donna Carmen ist die Zahl 5 Euro in der Stunde bei Flatrate. Also bitte, kann ich Ihnen aber sagen, da ist Putzen aber Gold gegen. Eine andere Frage ist, und wir müssen ja auch die Frauen schützen. Wir können hier nicht, der Markt wird ja immer größer, dadurch, dass Prostitution gesellschaftsfähig geworden ist, wird der Markt immer größer und es werden immer mehr Frauen, wie gesagt, die meistens kein Wort Deutsch können, völlig abhängig sind, nicht wissen, in welcher Stadt sie sind, werden reingepumpt in unsere Länder. Und immer mehr Männer werden verführt. Ich finde das auch ein Skandal den Männern gegenüber. Das für möglich zu halten, wissen Sie? Zum Beispiel die französische Frauenministerin hat mir gesagt in der letzten Woche, dass allein durch die Debatte, das Gesetz wird ja im März verabschiedet, allein durch die Debatte über die Prostitution hat der Prostitutionsmarkt nach Aussagen der Menschen, die ihn betreiben, einen Einbruch von 40%. Das ist doch großartig. Männer werden nachdenklich. Wenn es denn wirklich das Verbot was bringt, aber darüber möchte ich nachher gleich mit Ihnen sprechen. Ich habe noch eine Frage an Sie. Sind eigentlich die männlichen Callboys, die Stripper, sind die für Sie genauso schutzbedürftig? Oder natürlich, haben Sie da eine selbstverständlich. Haltung? Das ist keine Frage des biologischen Geschlechtes. Also Sie fordern eine Abschaffung der Prostitution für Männer wie für Frauen, ja, egal ob doch das selbstverständlich, ist. Natürlich. Ja, hat mich nur interessiert, weil es natürlich in erster Linie um Frauen Sie geht. Sie werden in ab dem und Buch. Zu erwähnt, aber die Frauen sind die Mehrheit, aber selbstverständlich. Aber Sie finden, das ist eigentlich das Gleiche. Also wenn eine Frau einen Callboy kommen lässt, dann ist es für Sie genauso. Ja, das ist nett, dass Sie an eine Frau denken. Normalerweise bestellen Männer Callboys. Das ist richtig, nicht? Ja. Aber und Sie zeigen dieses mir, Beispiel. Stellen Sie mir mal bitte eine vor, eine Frau, die einen Callboy bestellt. Wissen Sie, was Frauen machen? Die bestellen sich Escort-Männer schon mal, wenn sie reich sind. Ja?
die sie begleiten beim Ausgehen und so weiter und die mit ihnen nett sein sollen und galant und flirten. Das Prostitutionsmachtverhältnis lässt sich nicht einfach umdrehen. Also Sie denken, es gibt keine Frau, die einfach nur um den puren Sex willen einen Mann bestellt? Es gibt vielleicht ein paar, aber die sind von so verschwindender Relevanz, dass es nicht der Punkt ist. Okay. Sprechen wir über die gesetzliche Grundlage. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Ich habe hier eine Karte, damit wir das vielleicht mal ein bisschen, Sie wissen das ja hinlänglich, aber dass wir es uns noch mal vor Augen führen. Rot, die Länder, in denen die Prostitution verboten ist. Grün, die Länder, in denen sie eben legalisiert ist. Und gelb, eingeschränkt. Sie haben es auch erwähnt, Frankreich ist am Kippen. Da wird der Senat jetzt noch einmal über einen Gesetzesvorschlag auch debattieren. Ihre die Karte, Vorstellung die Karte wäre, dass ist alles falsch. Rot ist, oder? Ja, die Karte, ja sicher, sicher. Wir genau. können immer dasselbe reden jetzt. Mhm. Wir haben vielleicht aber noch andere Themen. Wir haben noch die andere Karte Themen, ist ja. falsch. Also zum Beispiel in Frankreich war Prostitution, das ist ein, ich kann mir das Wort nicht sagen, abolitionistisches Land. Ja, genau, das abschaffen möchte. Das ja. grundsätzlich, Frankreich hatte noch nie eine andere Haltung. In Frankreich sind Bordelle verboten. Genau, in vielen Ländern, die gelb sind, sind die Bordelle verboten. Ja, hier auch. Ja. So, und jetzt macht Frankreich den Schritt und geht auf das schwedische Modell. Wissen Sie das in Schweden? Es geht ja bei dieser ganzen Debatte um zwei Dinge. Es geht um ganz konkrete Gesetze zum Schutz von Frauen und zur Verfolgung von Verbrechern. Es geht aber auch um die symbolische Bedeutung dieser Gesetze. Dass eine Gesellschaft sagt, was sie recht und was sie unrecht findet. Ja? Und zum Beispiel in Schweden, ich bin gerade ganz bis über die Haarwurzeln in der Debatte, ich habe gerade gestern mit Schweden geredet, in Berlin, ist es so, die haben, glaube ich, seit 15 Jahren oder was, also ziemlich lange Zeit, schon das Freierverbot, dass das Bewusstsein der Menschen geändert hat. 80% aller schwedischen Frauen und Männer sind heute gegen Prostitution und finden das menschenunwürdig. Und übrigens, was ich auch interessant finde, reden wir mal von den Männern. Seit ich wieder in die Offensive gegangen bin zu dem Problem, seit rund einem Jahr, da war ich in einer Fernsehsendung und so weiter, und seit Emma wieder sozusagen die Kampagne gemacht hat, bekomme ich mehr Briefe von Männern als von Frauen. Das ist doch interessant. Und was schreiben denn diese Männer? Ja, das sind zustimmende Briefe. Zum einen die Zurückhaltung der Frauen. Ich habe das Gefühl, Frauen haben Angst, sich zu dem Thema zu äußern. Sie haben Angst, als prüde zu gelten. Sie wollen sich bei Männern anbieten, indem sie cool und offen sind und ich finde nichts dabei. Ich kann den lieben Frauen nur sagen, sie täuschen sich. Ich glaube, die Männer finden das gar nicht gut, denn die Männer wissen, was das ist. Diese Männer sind entweder mal junge Männer, die aufrecht empört sind, also Söhne des Feminismus, der Emanzipation, die sagen, es ist ja unerhört und so weiter. Es sind aber auch ältere, lebenserfahrene Männer, die mir so Sätze schreiben wie, also liebe Frau Schwarzer, ich will gar nicht drum herum reden, ich war auch schon ein paar Mal im Bordell, ja, aber jetzt sagen Sie mir mal, wo soll ich denn am sinnvollsten spenden? Das heißt, Männer, die umgedacht haben. Und das ist für mich ein großer Sieg. Ich möchte einfach menschenwürdige Verhältnisse zwischen den Geschlechtern. Frauen dürfen nicht länger das käufliche Geschlecht sein. Denn wenn man das kann, wissen Sie, dann guckt natürlich der dazu verführte Mann jede Frau so an. Was kostet die denn? Oder er lässt, während er seine Chefin anguckt, so den Pornofilm im Kopf laufen. Auf diese geile Hündin, die will doch auch eigentlich nur von hinten genommen werden und so weiter. Was so reingedrückt wird in die Fantasien. Und dagegen müssen wir angehen. Und denken Sie, ein Verbot ist der richtige Weg? Sie sagen jetzt, es geht um die Signalwirkung, das ist das eine, die gesellschaftspolitische Haltung, die man sozusagen verteidigt mit einem Verbot. Das andere ist ja wirklich das reale Leben der Prostituierten. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Zahlen. Viele sagen auch, Zahlen zu publizieren ist immer sehr, sehr schwierig. Die schwedische Regierung spricht ja wirklich auch davon, dass mindestens 50% der Prostitution zurückgegangen ist, vielleicht sogar mehr. Andererseits weiß man, eine wirkliche Buße, eine Gefängnisstrafe oder so etwas wurde noch fast nie verhängt. Es gab immer wieder Staatsangestellte in Schweden, die ertappt worden sind in Bordellen. Funktioniert es denn wirklich? Also bringt ein Gesetz etwas? Ja, ich habe es Ihnen doch eben gesagt, es hat sich total das Bewusstsein in Schweden geändert. Und es geht auch nie nur um Verbote. Mhm. Nicht in Schweden, nicht in Frankreich, nicht bei unseren. Mhm. Das Erste ist Schutz für die Frauen in der Prostitution. Hilfe zum Ausstieg. Einfach auch Schutz. Also
primitivster Schutz, angefangen mit Schutz vor Ansteckung, vor AIDS. Also zum Beispiel Prostituierte, die durch Deutschland geschleust worden sind und dann nach Österreich kommen zum Beispiel, hören wir von Österreich, dass die besonders krank sind, weil die besonders ausgeliefert sind. Die haben keine Gesundheitskontrolle mehr, die Freier erzwingen, dass man ohne Kondome und so weiter. Es geht um Schutz und Hilfe für Frauen in der Prostitution. Und dann geht es um Verfolgung der Profiteure. Wer ist der Profiteur, der Zuhälter? Oder meinen Sie jetzt auch die Freier? Na, da kommen wir jetzt zum Freier. Erstmal ist der Profiteur der Menschenhändler, der Zuhälter. Und die legalen Bordellbetreiber, die inzwischen schon an die Börse gehen, weil sie natürlich Profitraten haben, dass einem ganz schwindelig wird vor Freude, wenn man an Profitraten interessiert ist. Stellen Sie sich vor, eine Nacht 180 mal 30 können Sie sich ausrechnen, was man mit so einem 4x4 Quadratmeter Raum verdient in dem Gewerbe. So, die Freier, die würde ich nicht Profiteure nennen, die Freier sind einfach die andere Hälfte, denen auch Unrecht getan wird. Ich glaube, dass von 100% Freiern, die wir in unserer Laissez-faire, Laissez-aller-Gesellschaft haben, dass wenn wir wirklich kritisch und ehrlich und nachdenklich reden über das System Prostitution und was da zwischen Männern und Frauen passiert, dass wir irgendwann das 80-90% verzichten. Und dass ein harter Kern bleibt, von 10-20%, die gehen dann in die Illegalität oder ins Ausland und die sind nicht zu retten. Und da müssen wir einfach schauen, dass die aussterben. Und für die nachwachsenden jungen Männer ein Menschenbild auch von Frauen schaffen, das es undenkbar macht, dass man sagt, was kostet es denn heute? Frau Schwarzer, Sie sind ja eine extrem reflektierte und kluge Frau. Und oft ist es ja so, wenn man etwas richtig schlimm findet und sich überlegt, was gibt es dazu alles zu sagen? Dann kommen einem 1000 Argumente in den Sinn. Und trotzdem, wenn man einen Schritt zurücksteht, merkt man manchmal, naja, es gibt vielleicht gewisse Punkte, die muss ich den Gegnern schenken. Oder gewisse Punkte verstehe ich auch. Gibt es in der Prostitutionsdebatte so etwas, wo Sie sagen, ich sehe das Problem und ich nehme das echt auch ernst? Ich sehe bei der Minderheit einheimischer Prostituierter, also so wie wir sie, es hat ja, ich glaube, es gibt keine andere Publikation, wo so viele Prostituierte selber sprechen. Das ist ein Buch nicht nur über Prostituierte, das sondern ist richtig. Da kommen mit Prostituierten, aber mächtig. Und ich kann nachvollziehen diese Illusion, dass man sagt, komm, jetzt bin ich eh schon, habe ich in der Sexualität so viel Mist erfahren, jetzt soll wenigstens dafür bezahlt werden und ich bestimme die Regeln. So, wir hören von den Frauen, die diese Illusion, und das verstehe ich sehr gut, ich verstehe sowieso fast alles. So. Ja, deswegen, ich verstehe fast alles. Das heißt nicht, dass ich alles hinnehme und alles billige. Und, aber wenn die Frauen dann merken, dass sie einer Illusion aufgesessen sind, dann ist es zu spät. Dann sind sie tief geschädigt. Das ist das eine. Ich verstehe auch manche Freier, die sagen, ach nö, kein Bock. Weißt du, immer diskutieren und so schwierig und Emanzipation. Und ja, wir wissen ja auch aus Thailand, da geht es gar nicht immer nur um Sex. Die kaufen sich da, die Männer, für 2-3 Wochen eine Ersatzehefrau, die richtig schön den Neger machen muss, schön alles, nicht? Ihn verwöhnen muss mit den Wimpern klimpern und so. Die suchen einfach wieder Unterwerfung. Die sind verunsichert, die sind faul. Aber auch diesen Männern möchte ich sagen, pass mal auf, es schadet dir. Du gewinnst den Neger aber machen nicht. Ist ein bisschen schwierig, aber lassen wir das mal. Jetzt, ja. Ich möchte aber. Wir können auch sagen, denn was ist politisch korrekt? Das ist schön, dass Sie auf diese politische Korrektheit ja, das ist reagieren. Wichtig, das ist wichtig, ja, das ist mir wichtig. Ein Punkt noch zu diesem Thema, dann gehen wir wirklich weiter. Elisabeth Badinter. Haben wir aber nicht mehr viel Zeit. Elisabeth Badinter, ja, eine französische Gut. Philosophin. Ja, ja, trotzdem. Ja. Martha Nussbaum, eine andere Philosophin, die ich sehr ja. schätze, aus Amerika. Ja. Beide sagen, Verbot ist falsch, weil wir eigentlich den Frauen etwas, was sie auch den Frauen geben wollten, nämlich das Recht auf den eigenen Körper, das Recht über den eigenen Körper zu verfügen, wieder wegnehmen. Das Recht auf den Missbrauch des eigenen Körpers. Ich sag mal was zu Badinter, die eine Freundin ist und mit der ich sehr viele Gemeinsamkeiten habe. Ich darf mal sagen, vielleicht ist dann Elisabeth Badinter doch ein bisschen zu weit weg. Also sie Alltag, sollte sich mal richtig in ein Bordell reinknien, vom um das Alltag zu verstehen. Alltag solcher Frauen und ein bisschen zu dicht dran an ihrer intellektuellen Clique, Strauss-Kahn und so weiter.
Hui. Also ja, ja nun, Entschuldigung, Sie, na, Entschuldigung, das, na, aber Entschuldigung, die Frau von Strauss-Kahn ist eine der besten Freundinnen von Elisabeth Bennet. Das kann vorkommen. Die findet ja wahrscheinlich auch nicht alles gut, was der Strauss-Kahn macht, oder? Wahrscheinlich nicht, aber ich habe noch kein kritisches öffentliches Wort gehört. Okay. Ja, es gibt Frauen, die tun sich schwer, sich kritisch zu äußern, weil ich kann Ihnen auch sagen, warum. Das hat seinen Preis. Mhm. Also ich kriege auch schon Drohungen und Andeutungen, dass ich das bezahlen werde. Also okay, wir werden sehen. Sie argumentieren pointiert feministisch. Ihr Anliegen ist das Recht der Frauen. Sie möchten diese ganze Unterdrückung, wie Sie sagen, aufheben. Gucken wir doch mal zurück ein bisschen auf Ihr Leben. Sie haben ja auch Ihren Lebenslauf geschrieben. Alice Schwarzer, Lebenslauf, das Buch, was man kaufen kann. Wir schauen uns Bilder an, und zwar Bilder aus der Rundschau vom 2. November von 2011. Ich bin unehrlich, habe gar keinen Vater. Ich denke, dass sich das letztlich sehr positiv ausgewirkt hat auf mich. Und ich bin von einem Mann erzogen worden. 1942 wurde Klein Alice geboren. Beim Großvater fand sie Geborgenheit, bei der Großmutter Debattierfreudigkeit. In den 70ern entdeckt sie die Frauenbewegung. Der Kampf gegen den Paragraphen 218, der Abtreibung verbietet, wird zentral. Sie trägt das Anliegen von Frankreich nach Deutschland. Als wir sahen, wie gut das lief und dass es wirklich ein großer Erfolg war, da haben wir uns gesagt, mein Gott, das sollte eigentlich nicht auf Frankreich beschränkt bleiben. Als politische Korrespondentin lebt sie in Paris, interviewt auch die Philosophin Simone de Beauvoir. An der Seine begegnet sie der Grand Amour, den Jurastudenten Bruno. Mit ihren Artikeln eckt Schwarzer an. Anfeindungen nehmen zu, von Männern und Frauen. Warum hat Frau Schwarzer einen derartigen Hass auf die Männer? Es geht im Frauenkampf gar nicht in erster Linie um Männer. Es geht beim Frauenkampf in erster Linie um die Frauen. Schwarzers Bücher landen auf der Bestsellerliste. Mit dem Geld gründet sie 1977 die Emma-Redaktion. Die Zeitschrift von Frauen für Frauen. Frau Schwarzer, Sie haben Simone de Beauvoir persönlich gekannt. Ich habe hier auch noch einmal ein sehr eindrucksvolles Bild von Ihnen mit Simone de Beauvoir. Es ist von Barbara Klemm von 1978. Was ist das für eine Szene hier? Können Sie sich an dieses Gespräch erinnern? Ja, ich habe Simone de Beauvoir, ich bin sozusagen eine politische Weggefährtin von Simone de Beauvoir. Als wir in Paris 1970 zwei Dutzend Frauen die Frauenbewegung initiiert haben, was ja in der Luft lag, sind wir irgendwann zu Beauvoir gegangen und haben gesagt, hallo, hier sind wir und machst du mit. Es war die Zeit, wo Sartre an der Seite von jungen Maoisten kämpfte und so weiter. Und dann hat Beauvoir gesagt, selbstverständlich. Und es hat sich dann daraus, weil wir uns politisch nahe waren und auch emotional, eine Freundschaft ergeben. Und ich habe ab 1971 bis 1983 eine Serie von programmatischen Interviews, Gesprächen mit Beauvoir gemacht, die auch als Buch erschienen sind. Und das erste war eine Sensation, weil da die Autorin vom anderen Geschlecht, die ja 1949 noch damit endet, dass sie sagt, also der Klassenkampf, wo hat man das gedacht, 49, wird schon auch die Geschlechterfrage lösen. Das erste Mal, dass sie dann gesagt hat, nein, ich bin Feministin, Frauen müssen sich als Frauen organisieren. Mhm. Auch linke Männer sind Machos und so weiter. Und das ist eben das erste Gespräch für Emma. Ich glaube, da ging es um den neuen Weiblichkeitswahn. Mhm. Und da sitzen wir bei ihr zu Hause in diesem wunderbaren Universum, das es leider nicht mehr gibt, und reden darüber. Ja. Simone de Beauvoir hatte ja eine offene Zweierbeziehung mit Jean-Paul Sartre. Auch darüber weiß man ja heute einiges, dass wahrscheinlich auch Simone de Beauvoir ziemlich gelitten hat unter dieser Situation. Wenn Sie zurückblicken, wie war das damals für Sie? Haben Sie das bewundert, wie die beiden zusammengelebt haben? Wir haben das alle bewundert. Für meine Generation, wenn man bis drei zählen konnte, war das Paar das große Vorbild. Mhm. Die haben gewagt, sich politisch zu engagieren, auch in sehr schwierigen Fragen, gegen den Kolonialismus, im Algerienkrieg und so weiter, richtig mutig. Ja? Bei Sartre ist ja mal eine Bombe reingeworfen worden in die Wohnung und die Hälfte verbrannt. Sie waren nicht verheiratet, sie haben getrennt gewohnt und sind sich eben immer unabhängig begegnet. Sie sind durch die ganze Welt gereist. Und Beauvoir hat natürlich mit ihrem Werk, und das ist nicht nur das andere Geschlecht, sie hat mal gesagt,
mein Leben ist mein Werk. Und das ist richtig. Es ist dieses Zusammenspiel von Romanen, die wie bei allen Schriftstellern und Schriftstellerinnen stark autobiografisch geprägt sind, von Romanen, Memoiren, Erinnerungen, Briefen und so weiter, das uns ein ganz fulminantes Leben zeigt. Und natürlich, wenn man eine sogenannte offene Beziehung führt, ich persönlich habe große Reserven gegen sowas, da bin ich viel biederer, aber trotzdem ist doch toll, dass sich das jemand traut, dann gibt es auch Schmerzen. Aber wissen Sie, Beauvoir hat sich auch viele Freiheiten erlaubt. Mhm. Beauvoir ist keineswegs das Opfer in dieser Beziehung gewesen, ganz im Gegenteil. Sartre hat da eine Tür aufgestoßen, wo sie auch rausgetreten ist. Mhm. Und eine der ganz großen Thesen von Simone de Beauvoir war ja, man wird nicht als Frau geboren, man wird zu einer gemacht. Damit ist sie eigentlich in die Philosophiegeschichte auch eingegangen. Wenn man die These ernst nimmt, denken Sie, das stimmt heute noch so? Ja, wie formuliert Butler das? Also es gibt doch nichts anderes. Also Sex und Gender oder so. Also was ist nochmal Ihr Schlüsselsatz? Das ist ja dasselbe, nur in anderen Begrifflichkeiten. Mhm. Ja? Natürlich, Sie können das auch studieren an Lebensläufen. Ich habe ja nicht zufällig oft porträtiert oder Biografien geschrieben und dabei auch immer nachgespürt sozusagen der Fabrikation der sexuellen Identität. Und zum Beispiel meine Biografien über Gräfin Dönhoff, die Kollegin, und Romy Schneider, die gehören eigentlich zusammen. Es ist einmal Dönhoff, die Frau mit der männlichen Identität, die sich von Anfang an nicht im Frausein einschließen lässt, alles macht, was Männer machen, sogar ihr Frausein vielleicht ein bisschen verleugnet, verdrängt, ja. Und Romy Schneider, die Frau an sich ist und alle Rollen durchgegangen ist, die uns in der Nachkriegszeit als Frauen so angeboten wurden. Und ja, auch sehr früh leider gestorben ist. Sie wäre jetzt erst Mitte 50. Also Sie können sehr leicht, wenn Sie den Lebensläufen nachspüren, sehen, warum gibt es manchmal Abweichungen vom klassischen Frausein oder Mannsein. Sie haben eben hier mein Leben zitiert. Ich finde ja, ich bin sehr weiblich und auch ein Stück männlich zugleich. Das ist übrigens, sind wir doch alle, oder? Ja, kann ich nur hoffen. Ich lebe das nun offensiv aus. Leben wir nicht alle offensiv aus? Wir Frauen, ich auch, lächeln meistens zu oft und trauen uns keine offenen Kontroversen und so weiter. Also es gibt ganz typische Verhaltensweisen. Die 10 klassischen Verhaltensweisen sind ja heute laut der großen internationalen psychologischen Studien immer noch dieselben. Was ist männlich, was ist weiblich? Ist das nicht sehr klischiert? Natürlich ist das klischiert, aber es ist eben auch ein Stückchen Realität. Was ich sagen will ist, an meinem Leben können Sie bilderbuchartig ablesen, warum ich abweichen konnte. So, zum einen natürlich aufgewachsen bei den Großeltern, da gibt es einen größeren Spielraum. Als uns eigentlich erzogen primär von einem Mann. So ist es. Dann sagen, aufgewachsen in einer hochpolitisierten Familie, Anti-Nazi und so weiter. Also selbstverständlich immer über Unrecht geredet, über die Welt nachgedacht und so weiter. Das war bei uns am Wohnzimmertisch. Dann eben bei diesen Großeltern, wo ich aufgewachsen bin, eine leichte Umdrehung. Also ein fürsorglicher, sanfter Mann. Der Großvater, und der Großvater, der mich in der Tat großgezogen hat. Mhm. Also mit der Flasche. Also der hat nicht mal mit mir in den Zoo. Haben nach der Geburt, ja, meine Mutter ist ja gegangen. Ich war ja kein Wunschkind. Und meine Großmutter war die politische und intellektuelle Autorität. Mhm. Und war als Frau nicht einfach. Und übrigens sehr destruktiv. Und interessant ist, wenn ich Ihnen das noch sagen darf, dass ich natürlich dieses, einerseits da diese interessante Frau, aber der Mann, also innerhalb der Familie, der hat mich beschützt und ich habe ihn beschützt. Also im Gegensatz zu dem, was man immer von der Feministin Schwarzer denkt, Männer sind mir emotional sehr nah und genau deshalb akzeptiere ich nicht, dass sie nicht menschlich sind. Mhm. Ich weiß, dass sie das sein können und ich verstehe auch viel von ihnen. Etwas, was mich sehr beschäftigt, ist, dass Sie ja eigentlich schon so ein bisschen den Blick haben auf die Frauen, dass man sehr vielen Frauen im Grunde genommen ein bisschen helfen muss. Man muss sie schützen. Die Prostituierten muss man schützen. Sie finden, die Kopftuchträgerinnen müsste man schützen, weil die nämlich lernen müssen, ihr Kopftuch abzugeben. Die Hausfrauen, die nur zu Hause sein wollen am Herd, die brauchen irgendwie auch Hilfe. Können Sie verstehen, dass es Frauen gibt, die sagen, nö, vielen Dank, wir können selber, wir brauchen diese Entwicklungshilfe nicht?
die große Bevormunderin Schwarzer, die, genau, die weiß, was für Frauen gut ist. Das haben Sie ein bisschen viel auf einmal gesagt. Wissen Sie, Ihre Generation weiß das vielleicht nicht mehr so. Also, ach, ich bin älter, was Sie denken. Ja, also Hausfrauen, als, wissen Sie, was mich radikalisiert hat? Meine Gespräche mit Frauen ab 1971 für meine Bücher. Mhm. Und ich habe mir diesen Abgrund auch bei Hausfrauen, an Verunsicherung, an gar nicht mehr an sich glauben, an sich kaum noch raustrauen, an, ne, kann ich das denn überhaupt noch? Kann ich noch berufstätig sein? Mhm. Oder auch, dass der netteste Mann irgendwann sagt, Schatz, was hat denn das Kleid gekostet? Hm? Mhm. Also natürlich mussten wir Feministinnen mit Wucht vorgehen, um diese klassische Arbeitsteilung in Frage zu stellen. Mhm. Der Mann in der Welt und mit dem Geld. Verstehe ich komplett. Und die Frau und war zu Hause. Ja auch sehr, so, sehr wichtig. Aber nun haben Sie gerade Freude so nett sprechen, mal eben das Kopftuch, das alle abmachen sollen. Sagen Sie doch nicht so was Oberflächliches und Polemisches über eine so ernste Sache. Es gibt Länder, wo, der, wenn da das Kopftuch verrutscht oder der Ganzkörperschleier, ja, das kann sie das Leben kosten. Es gibt überhaupt Länder, Afghanistan und so weiter, da kann eine Frau nicht rausgehen ohne ein männliches Wesen. Mhm. Und sei es auch nur ihr Sohn, da muss sie in der Wohnung bleiben. Das Kopftuch, das islamische Kopftuch, nicht das der deutschen oder Schweizer Bäuerinnen-Kopftuch, ja, sondern klar, das islamische Kopftuch, das alles verdeckt, weil der Körper und das Haar Sünde ist. Sünde. Und wenn ein Mann ein Mädchen oder eine Frau sieht, springt er direkt drauf, weil es ja ein Tier ist, das sich da nicht mehr zurückhalten kann. Man muss sich auch mal das Männerbild überlegen. Dieses Kopftuch ist natürlich ein Politikum. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie hängt das Kopftuch zusammen mit dem Tier, auf das man drauf springen kann? Ja, wissen Sie nicht, warum? Das wissen Sie gar nicht, warum? Das islamische Kopftuch verdeckt das Haar und den Körper, weil das Sünde ist. Ah, Sie meinen, und der Frauenkörper ist Sünde. Das haben okay, wir ja auch im Christentum. Man würde drauf springen, wenn es kein Kopftuch gäbe, so, das ist die, das wird die behauptet. Ja. Mhm. Und wenn der Mann darf also die Frau so nicht sehen, sonst ist er nicht mehr zu halten. Ja. Das ist natürlich auch ein fatales Männerbild. Dieses Kopftuch, das eben tyrannisches Gesetz ist in den islamistisch beherrschten Ländern und die Frauen wirklich blutig unterdrückt, ja, dieses Kopftuch ist ein Politikum und kein Kleidungsstück. Und dass wir jetzt das Problem haben, dass wir dieses Kopftuch auch mitten in Europa haben, da müssen wir drüber reden können. Also zum einen die Frauen und Mädchen, die freiwillig das islamische Kopftuch umlegen, das ist natürlich erstmal ihr Recht. Wir werden nicht hingehen und irgendeinem Menschen hier was vorschreiben. In den islamisch beherrschten Ländern wird das vorgeschrieben. Mhm. Wir leben was in Demokratien. Was meinen Sie mit einem islamisch beherrschten Land? Wissen Sie das gar nicht, dass manche Länder islamistisch beherrscht sind? Also natürlich weiß Gottesstaaten. Ich, okay, Gottesstaaten. Das ist aber, finde ich, noch mal was anderes wie Länder, in denen es auch Muslime gibt, die da leben. Und natürlich. Muslime dürfen ihre Religion ausleben. Wir reden nicht, ja, vom Islam. Okay. Wir reden vom Islamismus. Gut, dann müssen wir diese Unterscheidung. Vom, ja, politisierten, mhm, Islam. Mhm. Und also natürlich das Individuum, das Weibliche, das hier ein Kopftuch trägt, es hat auch, die Frauen haben auch ganz unterschiedliche Motive. Ja? Manchmal werden sie von ihrer Familie oder dem Milieu genötigt, sozusagen. Mhm. Ja? Aber manchmal sind sie auch, suchen sie ihre Identität, fragen sich, wer bin ich in diesem Land? Ja? Und wollen sie damit zeigen, dazu gehöre ich. Mhm. Oder sie wollen innerhalb ihrer Gruppe zeigen, ich bin eine anständige Frau und so weiter. Es gibt übrigens Frauen, die legen das Kopftuch an und die legen es auch wieder ab. Und ich kann Ihnen zum Beispiel dank einer großen Langzeituntersuchung des Innenministeriums in Deutschland mit Zehntausenden von Menschen sagen, 80% der streng gläubigen Musliminnen in Deutschland haben noch nie ein Kopftuch getragen. Also das Kopftuch ist nicht eine Frage des Glaubens, sondern eine Frage der Sitten. Und das Kopftuch ist übrigens dieses Kopftuch in unseren Ländern neu. Wir haben seit den 60er Jahren Türken, mhm, in Deutschland. Da haben Sie kaum ein Kopftuch gesehen. Da kam die Bäuerin aus Anatolien. Wie gesagt, die hatte wie die Bäuerin aus Bayern ein Kopftuch um. Klar. Das brauchen Kopftuch nicht ist ein politisches Signal. Mhm. Und darüber müssen wir reden können. Und es hat in der Schule nichts, mhm, zu suchen. Frankreich hat es mit Erfolg verboten in der Schule. Und es hat in öffentlichen Institutionen nichts zu suchen.
Das sehe ich komplett anders, aber darüber kann man schreiben, das ist mir schon klar. Nur, was ich schon nicht sehe, ist, warum man auch da wiederum nicht stärker differenzieren kann. Also wir sprechen jetzt nicht über eine Burka, die den Körper ganz verhüllt, bis auf einen kleinen Schlitz für die Augen, sondern wir sprechen einfach über ein Kopftuch. Und die Schwierigkeit finde ich immer, wo beginnt eigentlich eine Form von Hilfeleistung, die die Selbstbestimmung einer Frau dann wieder untergräbt, was ja auf gar keinen Fall ihr Ziel sein kann. Das wollen Sie ja bestimmt auch also nicht. Also die Linie verläuft ja jetzt immer gleich zwischen uns beiden. Und Sie sind ja auch nicht die Einzige, die so argumentiert. Das ist ganz interessant. Sie sind dafür, dass Frauen sich freiwillig prostituieren können. Sie sind dafür, dass Frauen sich freiwillig verhüllen. Wir reden nicht vom netten Kopftuch, wir reden vom Islamistischen. Dass die Haare und den Körper verdeckt, sonst brauchen wir gar nicht weiterreden. Also Sie meinen die Burka? Nein, wissen Sie nicht, was ein islamistisches Kopftuch ist, verflucht. Das ist das, wo kein Haar vorgucken darf. Gut, dann ist und außerdem man noch einen möglichsten Mantel anhat oder etwas, was den Körper verdeckt. Also wo man nicht seine fatalen weiblichen Reize, die nur einem gehören, nämlich dem eigenen Mann, und die man nur im Haus enthüllen darf, zeigt. So. Wissen Sie, ja, Sie finden, das ist also von mir recht dogmatisch und streng und bevormundend. Und ich kann Ihnen nur sagen, es ist traurig, dass wir an so einer Linie entlang diskutieren, weil die Gefahren sind groß und die da den Frauen dröhnen. Und Sie selber haben natürlich gut reden, Sie sind privilegiert. Sie das ist mir vollkommen klar. Ja, sehr gut reden haben genau Sie. Ich finde aber auch ganz wichtig, dass wir sehen, was hier gerade passiert. Wir sind im Gespräch und ich versuche, Sie zu provozieren, natürlich. Weil ich einfach glaube, es geht natürlich um ganz wichtige Themen, Frau Schwarzer, die Sie auf den Tisch bringen. Ich weiß. Und dafür sind Ihnen ja auch sehr viele Frauen sehr, sehr natürlich, dankbar. Aber wissen Sie, bei einer bestimmten Art von Provokation bleiben wir immer stecken auf einer ziemlich oberflächlichen Ebene der Antwort. Es wäre viel interessanter, ins Differenzierte zu gehen. Zum Beispiel bei der Prostitution hätte mich im Gespräch mit Ihnen interessiert, jetzt viel mehr. Ist doch klar, dass Prostitution ein Übel ist. Interessant wäre gewesen, ist es denn wirklich sinnvoll, die Freiheitsbestrafung zu fordern? Da sind wir jetzt, da. Mhm. Und nicht bei dem immer gleichen halben Dutzend, in Deutschland halbes Dutzend, ich weiß nicht, haben Sie vielleicht auch ein halbes Dutzend in der Schweiz, Propagandistinnen, die meistens Studiobetreiberinnen sind, Edelprostituierte. Dann lassen Sie uns die darüber sagen, reden, ich tue es gerne. Sie mir was, dann sagen Sie mir was dazu, es interessiert mich. Nein, Prostitution interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr, wir haben ganz viel darüber geredet. Gibt aber Sie haben, doch gerade gesagt, Sie haben doch gerade gesagt, aber Sie würden gerne ja darüber getan. Sprechen, warum es verkehrt sein könnte, die Freier zu bestrafen. Nicht, warum es fair sein könnte. Ich meine, das ist eine interessante Kontroverse. Mhm. Ja? Und ich zum Beispiel kann Ihnen auch nicht alle Antworten geben. Wir veranstalten gerade... Das ist auch falsch. Das kann niemand, oder? Nein, ich gebe nicht gerne Rezepte und ich gebe auch nicht gerne... Ich bin ganz im Gegenteil. Ich bin wirklich für eine echte Freiheit des Menschen. Aber nicht für eine verinnerlichte Geschichte, die zur Selbstzerstörung führt. Mhm. Ja? Was heißt denn Freiheit für Sie, Frau Schwarzer? Da sind wir vielleicht wirklich an einem sehr interessanten Punkt. Ich glaube, Punkt. Ja. Also, wissen Sie, wie ich 1971 über mein erstes Buch gemacht habe? Und zwar über die Gründe und die Folgen des Abtreibungsverbotes. Ja. Da ist einer meiner letzten Sätze gewesen, ich bin für das Recht von Frauen auf Abtreibung und das Recht auf medizinische Hilfe ohne Bevormundung. Nur darum geht es ja. Ich bin ja nicht für Abtreibung, Gottes Willen. Mhm. Ich bin einfach nur dafür, dass für die das Frauen, die ungewollt schwanger sind, die auf keinen Fall Mutter werden wollen, dass die nicht zur Engelmacherin gehen müssen, sich nicht demütigen lassen müssen, sich nicht bevormunden lassen müssen, sondern dass die medizinische Hilfe bekommen und Schluss. So. Und da ist einer meiner letzten Sätze gewesen, mir ist klar, dass dieses Recht auch missbraucht werden kann. Jedes Recht ist missbrauchbar. Dass also, wenn man die Freiheit hat, abzutreiben, dass vielleicht sogar wenig bewusste Frauen mal ein bisschen sehr leichtsinnig einfach schwanger werden oder schwängere Männer zu ihnen sagen, das ist doch kein Problem, du kannst doch abtreiben. So. Freiwilligkeit geht Hand in Hand auch mit einem Bewusstsein. Und mit einem Wissen um die Dinge, was man da tut. Das ist absolut richtig. Ja, Freiwilligkeit setzt immer Informationen voraus. Ja, auch begreifen, nicht nur Informationen, nicht nur Statistiken. Mhm. Und für vieles brauchen wir auch gar keine Statistiken. Wir müssen einfach den Dingen nach
sinnieren, ihn nachfühlen. Mhm. Bei der Prostitution vergessen Sie alle Statistiken. Vielleicht ist das der Grund, warum es in diesem, mal, in diesem letzten Emma-Heft, im neuesten, geht es ja um Mitgefühl, habe ich mich dann gefragt. Vielleicht ist das ein Stück weit der Schlüssel für Sie, dass Sie sagen würden, es geht gar nicht so sehr um Argumente, sondern um Einfühlung. Ist das der Punkt? Ja, auch, ja. Der Titel ist, das Thema ist kein Zufall. Mhm. Ja? Dass wir in diesem Thema wissenschaftlich Mitgefühl, wie ist das, wie entsteht Mitgefühl und kann man Mitgefühl lernen und was. In der Tat, ich denke, dass es an Mitgefühl fehlt. Wissen Sie, ich bin ja die politische Generation, die schon irgendwie dachte, wollen wir die Welt verbessern und alles besser und es gibt viele Menschen, denen es schlechter geht und das muss sich ändern. Also für uns war Mitgefühl selbstverständlich. Und das ist allgemein politisch nicht mehr so. Das ist nicht nur im Feminismus so. Ein Wort wie Karriere wäre ja früher verpönt gewesen. Jetzt ist das für viele, die sich für Feministinnen halten, das Einzige. Ich bin total dafür, dass Frauen Karriere machen. Und ich finde toll, wenn sie tüchtig sind. Nur, bitteschön, auch mal über die eigenen Interessen hinausdenken und sich einfühlen. Man muss einfach nur hingucken. Mhm. Gehen Sie mal da in Ihre Verrichtungsboxen und gucken Sie den Frauen mal in die Augen. Wir haben mit Macht angefangen, wir hören mit Mitgefühl auf. Das ist doch schön. Ja, das ist sehr schön. Ich danke Ihnen, Frau Schwarzer. Ja. Vielen Dank. Das Gespräch mit Alice Schwarzer steht Ihnen ab sofort bequem im Internet zur Verfügung. Haben Sie auch schon mal von Sexualbegleitung für behinderte Menschen gehört? Wie müssen da die Grenzen zur Prostitution gezogen werden? Unser junger Kollege Olivier Del Fabbro äußert sich dazu auf der Kulturplattform. Thema nächsten Sonntag in der Sternstunde Philosophie: Hermann Burger, einer der verlorenen Schriftsteller der Schweiz. Ein Virtuoser dazu. Wir gedenken seiner anlässlich seines 25. Todestags. Und jetzt geht's um Aufruhr. 2 Jahre Arbeitslager für 1 Minute Provokation. Die Frauen von Pussy Riot mussten für ihr Protestgebet hart bezahlen. Ein Film zeichnet die Geschichte der Performancegruppe nach.